Hey Leute! Hey! Hier ist Eos Sandy. Und hier ist der Mani. Und wir nehmen euch heute wieder mit zu einem coolen Shooting. Ja, cooles Shooting mit dem Biker Dan. Ist richtig cooler Typ. Und eigentlich ist es schon vorbei. Ja. Eigentlich warm war schon, nur wir haben es vergessen. Ich zeig's euch mal, wartet mal. Da. Die Sonne geht schon lange unter. Da sind wir ehrlich, wir haben einfach vergessen, das Intro zu drehen. Wir fahren schon zurück, aber das ist trotzdem das Intro, oder? Ja, es war ein. Dann fangen wir halt rückwärts. Es war ein super Tag. Wir haben einen super netten Kerl kennengelernt. Ja. Der sieht zwar nicht so nett aus, der sieht zwar ein bisschen. Kurve! Nochmal, der sieht zwar brutal aus, aber ist ein super netten und super fotogenen. Ja. Und es hat richtig Spaß gemacht. Genau. Und ja, es war ein cooler Tag. Ihr kriegt die Bilder nachher eingeblendet. Sind tolle Bilder entstanden, das können wir jetzt schon sagen. Und ja, wieder ein bisschen was zur Technik erzählt, wieder verschiedene Sets ausgesucht. Ein bisschen Quatsch erzählt. Und viel Spaß mit dem Video. Wir fahren weiter der Sonne entgegen. So, da sind wir jetzt bei unserem ersten Set hier beim Biker-Shooting. Und wie ich hinten sehe, der Andi, dem geht's gut. Wir starten hier am ersten Set. Wie gesagt, wir haben den Biker jetzt hingestellt. Das Licht haben wir vorher eingestellt. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal ein bisschen, was wir da machen. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Set einfach mal an. So, noch laufen die ersten Einstellungen. Ihr seht hier unser Set. Der Biker steht hier in der Mitte mit einem recht, sehr illustrativen Bildlook wird das geben mit den Blitzen. Wir haben zwei harte Lichter von der Seite, von hinten. Das eine Licht, das ihr hier seht, das werden wir sogar noch im Bild drin haben. Also wir haben das so positioniert, wenn ihr guckt, von wo Andi shootet, hier unten, ist das Licht direkt da oben an dem Mast dran. Und das soll so aussehen wie so ein Licht, was quasi da fest montiert ist. Den zweiten Blitz haben wir hier etwas außerhalb. Der macht ein schönes Streiflicht von der anderen Seite, als Gegenpol quasi. Und von vorne arbeiten wir hier mit der Octabox von Jimbei, jawohl, mit einem Grid vorne dran, 90er Octabox mit dem Jimbei FL2 und die Blitze hinten haben wir an so eine Valimax Powerstation angeschlossen. Wir haben auch hier die Kabel hinten schön versteckt, damit man die nachher im Bild nicht sieht. Das geht hier hinten durchs Gebüsch und ja, ich würde sagen, legen wir einfach mal los mit dem ersten Set. Yeah. Live vom ersten Set jetzt hier beim Shooting. So, wie ihr seht, haben wir inzwischen das Motorrad gedreht. Wir machen aber immer noch Bilder am ersten Set. Und ich dachte, ich erkläre euch mal ein bisschen die Einstellungen, mit denen wir hier arbeiten. Also wir sind hier bei einer Blende von 14, ISO 100 und 1/160 in der Verschlusszeit. Und die Blitze sind alle auf voller Power. Also der FL2 500 auf 400 Wattsekunden und die Valimax Blitze mit dieser Power Station haben, glaube ich, auch 400 Wattsekunden. Weil wir brauchen hier extremes Blitzlicht, viel Power, damit wir gegen das krasse Tageslicht ankommen. Ich zeige euch das mal, wenn ihr mal guckt. Wir sind hier wirklich, die Sonne steht hoch am Himmel. Es ist mega hell und wir müssen halt gegen das Tageslicht ankommen, um unsere illustrativen Blitze weiter einbringen zu können. Also das heißt, wir haben die zwei Streiflichter und das Licht von vorne wirklich mit voller Power aufs Model. Und die Einstellungen ohne Blitze würden ein komplett dunkles Bild ergeben. Also komplett dunkel ist es nicht. Wir haben schon noch ein bisschen Fülllicht von außen mit drin. Aber ein großer Teil kommt von den Blitzen. Ja, dann wisst ihr jetzt auch die Einstellungen, mit denen wir hier arbeiten. Und ich würde sagen, es geht weiter am zweiten Set.
sind gerade am Set 2. Unser Model bereitet sich gerade vor. Hat die ersten Anweisungen bekommen, wo er sich hinplatzieren soll. Wir sind auf einem meiner Lieblingssets, gerade vom Wald im Wülfing Museum. Das ist eine geile Location und es macht Spaß hier zu shooten. Keiner hat was dagegen, wenn man nett fragt. Und ja, es macht Spaß. Ja, Martin gibt die Anweisungen, wie er gerne sein Model hätte. Wir arbeiten wieder mit 3 Blitzen, mit 2 harten Lichtern von der Seite und von vorne wieder die Jingmei, wie auch dem Set 1. Ja, Martin wird gleich wahrscheinlich die Einstellung rausfinden, versuchen. Ob ihm das gelingt, werden wir ja bald sehen. Aber ich denke schon. Ja, die Vorgehensweise ist eigentlich wie immer. Erstmal Kamera ohne Blitz, versuchen das Licht einzustellen und dann schaltet man nach und nach die Blitze, erstmal die hinten und die Blitze für die Streiflichter und dann, ja, der Martin hat mich nochmal hingeschickt zum Auto, ich sollte mal einmal dieses hier holen, ist Martins Lieblingsweitwinkel und mal schauen, was er damit auch noch anstellen wird. Ich benutze gleich auch dieses hier, die gute 85 mit 1,8 Blende, das denke ich mir wird auch cool kommen. Sagt man dem Andi einmal, er soll filmen und dann kommt er nicht, weil er die ganze Zeit filmt. So, jetzt sind wir auch schon wieder am nächsten Set, Set 3. Also wir sind eigentlich immer noch an Set 2 von der Position her. Wir shooten jetzt nur was völlig anderes als gerade mit dieser Weitwinkellinse. Jetzt shooten wir mit dem 85mm 1,8 und zwar auf der Einstellung Blende 2 und Belichtungszeit von 1/800 ISO 100, also quasi High Speed. Trotzdem mit den 3 Blitzen, mit den 2 Streiflichtern und der Octabox von vorne. Und das gibt auch einen sehr coolen Effekt. Man hat die Natürlichkeit vom 1,8er mit dieser Unschärfe und gleichzeitig halt das Blitzlicht mit drin. Und ja, wir hatten ein paar Probleme beim Einstellen. Wir konnten nicht wirklich in diese Blitzsynchronzeit machen. Aber da haben wir einfach auf den Auslöser oben den Aufsteckblitz drauf gemacht. Und dann kann man das nämlich alles ohne Probleme einstellen. Und wir lassen den Aufsteckblitz einfach in die Luft blitzen, um ja, am Set schnell Probleme zu lösen. Keine Ahnung, woran das jetzt lag. Und dann ist uns eingefallen, einfach Blitz drauf und dann geht's. Ja, ich würde sagen, ihr guckt einfach noch mal ein bisschen rein. Ich lasse euch mal beim Andi über die Schulter gucken. Hast du die Arme verschränkt nochmal? Zeig mal. Oh yeah. Mit so einer coolen Socke wie dem Dan, da kann man auch nur coole Bilder machen. Das geht gar nicht anders. Die Models und Fotografen bereiten sich auf die nächsten Bilder vor. Naja, Dan muss sich ranhalten, damit er so einen Körper hat wie Martin, aber das wird schon. Naja, es ist bei so einem Körper, wie der Dan hat, ist es schon eigentlich vom Vorteil, wenn er ein paar Liegestütze vorher macht, da kommen die Muskeln viel, viel besser zur Geltung. Und mit dem Licht, das wir jetzt eingestellt haben, versuchen wir das richtig, richtig den Körper rauszubringen. Na, mal gucken, ob uns das gelingt. Guckt euch mal den Typen an, der ist doch einfach nur krass. Oh, meine Oma ist Schlesierin. Ja, komm, die gehen. Ja, bleib einfach so. Oh ja, die sind sehr geil. Kannst du den Blitz ein bisschen weiter wegstellen? Bleib, stopp, bleib. Super, bleib immer so. Ja, sehr geil. Ja. Sehr cool. Stell dich mal ein bisschen frontaler zu. Also, ja, genau so. Und jetzt auch nochmal. Ja, lass mal die Hand. Ja, lass mal so gut, das hat es genau. Machen wir noch hin. Oh ja, sehr, sehr cool. Guck mal nach da. Ja. Ich glaube, das werden coole Bilder. We'll be right back.
Wir machen jetzt mit dem nächsten Set, beziehungsweise einfach nur ein Sicherheitsset, falls die anderen Bilder nichts geworden sind. Dann haben wir wenigstens welche vom grauen Hintergrund, wo wir Hintergründe selber ersetzen können. Und ja, das ist dann halt zur Sicherheit. Wobei, machen wir uns eigentlich keine Sorgen. Die Bilder werden schon cool werden. Das haben wir schon auf den Vorschaubildern gesehen. Mali, auch was zu sagen? Grauer Hintergrund, ne? Aber geht. Passt. Dann haben wir auch noch ein paar Bilder, wo wir montieren können. Weil ich habe gehört, Photoshop soll ganz cool sein. Oder? Was ist das? Können wir mal schießen mit der Jacke so? Zieh die mal aus und schmeiß die mal so über die Schulter. Genau. So. Ja, genau. Und dann ein bisschen nach da drin. So, jetzt sind wir hier am letzten Set für heute angekommen. Ich halte wieder das Lichtstativ. Und der Dan steht hier, macht sich gerade... Hallo, Dan Payne bei Facebook. Macht den werdet ihr noch kennenlernen. Ja, den werdet ihr noch bei einigen Bildern kennenlernen. Macht sich gerade hier eine Zigarette an für das letzte Bild. Andi liegt am Boden und fotografiert. Wir fotografieren hier mit dem Aufsteckblitz, mit der Firefly. Und ja, Andi ist im AV-Modus, hat die Belichtungskorrektur um eine Blende nach unten gestellt und dafür die Blitzlichteinstellung um plus eine Blende. Um damit das optimale Licht zu kriegen, er ist bei einer Blende 7. Ja. Und die Belichtungszeit wird ja durch den AV-Modus selbst vorgegeben. Ich halte das Stativ hier so hoch, dass das Bild, dass das Licht von oben kommt, wie von so einer Straßenlaterne quasi. Das ist die Bildidee dahinter. Der Dan macht hier eine Rast. Sehr gut. Der Dan macht hier gerade eine Rast, ist mit dem Motorrad angekommen und ruht sich hier auf diesem Haufen Schrott mit diesem coolen Hintergrund. Ja, und das war quasi die Bildidee, die wir hier haben, die wir hier versuchen umzusetzen. Ja, das war das von diesem Set. Und wenn es nochmal was gibt, dann melde ich mich auch nochmal. So, jetzt sind wir hier wirklich am allerletzten Set. Wir haben nämlich noch hier diese coole Ecke gefunden, die ihr hier seht. Und da hat sich der nochmal hingestellt, Dan hat die Ecke entdeckt. Also ein Model, das so mitmacht, ey, das kann sich jeder Fotograf wünschen. Und ihr habt das Bild jetzt gesehen und wir haben aber schon alle Blitze wieder abgebaut. Denn Andi und ich wollen jetzt mal hier mit einer Frage aufhören, oder? Ja. Und zwar die Frage ist, wie haben wir das Bild ausgeleuchtet? Wir haben alles jetzt davor erklärt mit den Blitzen. Und da würde uns mal interessieren, was denkt ihr, wie haben wir das Bild ausgeleuchtet? Haben wir Blitz benutzt? Ich weiß gar nicht. Vielleicht haben wir auch gar keinen Blitz benutzt. Keine Ahnung. Oder nicht fünf? Fünf Blitz? Scheiße, eigentlich habe ich es vergessen. Ja, die helfen aber uns. Ihr helft uns. Gut, das war's hier von unserem coolen Shooting mit Dan. Da hinten, Dan, sag mal tschüss. Tschüss. Also, ich hoffe, ihr habt wieder einiges mitnehmen können. Uns hat super Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Andi und Mani.